Guten Abend hier zu unserer montäglichen Lichtarbeit in der Diana Cooper School of White Light. Hier am Montagabend, wie so immer in den letzten Wochen, freue mich, dass ihr da seid und dass wir hier zusammen wieder wirken dürfen heute Abend. Freue mich über Nachrichten, wobei ich das letzte Mal gesehen habe, die das letzte Mal da waren, dass ich manche die meisten Nachrichten erst nach unserem Video sehen konnte, warum auch immer. Sonst waren die immer hier. Aber gut. Also ich freue mich, dass ihr da seid und wir heute wieder zusammen wirken dürfen. Heute arbeiten wir weiter mit einem Thema, das ja gerade immer wieder so akut ist, könnte man sagen, in der Welt. Da geht es immer wieder um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Grüß dich, Sabrina. Hallo. Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und auch Fairness, dass Menschen fair miteinander umgehen, sei es in der Geschäftswelt oder im privaten Bereich. Hallo, Ines. Hallo. Oder dass wir dieses Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen, egal welche Hautfarbe wir haben, welchen Stand wir haben in der oder Rolle in unserer Gesellschaft oder in den Gesellschaften überhaupt. Hallo, liebe Katharina. Und das ist so ein schönes und wichtiges Thema, wo wir ja alle eigentlich immer wieder auch persönlich betroffen sind. Und von daher werden wir das heute Abend zusammen angehen, uns darauf fokussieren mit all unserer Herzensliebe und Mitgefühl für uns selbst und für die anderen Menschen. Das Besondere heute ist, dass wir uns mit allen Lehrerinnen und Lehrern der Diana Cooper School of White Light im internationalen Raum verbinden. Also alle heute um 20:30 Uhr, so der Ortszeit, in der die Menschen leben, setzen sich hin und machen diese Montagsarbeit und im Geiste werden wir uns gleich mit Ihnen verbinden. Und natürlich wie immer auch mit allen anderen Lichtarbeiterinnen, Menschen, die für das göttliche Licht arbeiten auf diesem Planeten. Und das uns erinnern, wie schön es ist, dass es so viele gibt, die genau wie wir dem Planet helfen wollen, aufzusteigen, weiterzugehen. Kurz nochmal zum Ablauf. Wir werden uns erden, anbinden, um göttlichen Schutz bitten, dann uns verbinden mit den anderen Lichtarbeiterinnen und Lehrerinnen und dann geht es schon los, indem wir uns auch mit der geistigen Ebene natürlich verbinden und deren Beistand oder Unterstützung bitten und dann erstmal unseren Fokus darauf setzen, dass wir für uns gut aufgestellt sind und in unserem Herzen sind. Dann arbeiten wir mit den Drachen zur Reinigung der Erde und der Menschen und mit der kosmisch-violetten Diamantflamme, die ein sehr, sehr wunderbares, hochwirksames Instrument ist, als auch die Drachenarbeit. Ich kann es immer wieder nur betonen und empfehlen, damit auch im alltäglichen Leben unter der Woche damit zu arbeiten. Ja gut, dann, wenn ihr bereit seid, vielleicht habt ihr auch schon eine Kerze an. Ich habe immer hier eine schöne Kerze brennen und dann können wir loslegen? Ja? Schließ deine Augen. Schau, dass du, oder wir schauen alle, dass wir aufrecht sitzen, bequem sitzen, aber dennoch einen aufrechten Rücken haben, dass unsere Füße gut auf dem Boden stehen, also fest auf dem Boden, dass wir gut verankert sind, sodass wir unsere energetischen Wurzeln, diese Lichtwurzeln jetzt in Mutter Erde hineinströmen können. Und je tiefer unsere Lichtwurzeln in die Erde einströmen, umso mehr lassen wir los all das, was uns vielleicht vom Tag noch beschäftigt hat. Gehen wir tiefer und tiefer mit unseren Wurzeln und geben immer mehr ab alles. Und gehen immer mehr in eine tiefere Entspannung. Nehmen mit Dankbarkeit und Freude die Nahrung und die Liebe von Mutter Erde in uns auf.
lassen all diese wunderbaren Fähigkeiten und Qualitäten und vor allen Dingen die Liebe von Mutter Erde in uns einströmen, durch unsere Füße, in unseren gesamten Rumpf, in unser Herz und schicken es weiter nach oben mit einem goldenen Band aus unserem Herzen und verbinden uns mit dem Herzen Gottes, mit dem Herzen des Alleinen. Und sind uns gewahr dieser Liebe, die uns umgibt, die uns durchdringt. Und lassen dies in Form eines weiß-göttlichen Lichts in uns einströmen, unsere oberen Energiezentren und unseren Körper auch vollkommen erfüllen. Wir bitten Erzengel Michael näher zu treten und jede einzelnen von uns, jeden einzelnen von uns zu umgeben mit seinem dunkelblauen Umhang des Schutzes. Und jeden Einzelnen von uns gut zu beschützen auf allen Ebenen unseres Seins. Und bitten ihn um Kraft und um Vitalität und Größe, dass wir das, wofür wir heute arbeiten, dass wir das selbst auch in unserem Alltag immer wieder verwirklichen. Und so nehmen wir Erzengel Michael an unserer Seite wahr. Wir verbinden uns auch mit den anderen aufgestiegenen Meistern und Erzengeln und Engeln, unserem Schutzengel. Wenn immer du einladen möchtest, vielleicht einen speziellen Erzengel, speziellen aufgestiegenen Meister, tu es. Nimm sie mit hinein in deine Arbeit, in dein Gebet, in dein Anliegen. Ich bitte besonders Jesus Ananda, göttliche Mutter Maria, Lady Kuan Yin näher zu treten und uns zu unterstützen, die Einhörner und die Drachen. Erzengel Metatron kommt rein, sodass wir all diese wunderbaren geistigen Unterstützungen haben für unsere Arbeit und dass sie durch uns wirken dürfen, durch unser Gebet, durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle. Wir nehmen sie um uns herum wahr und dann gehen wir in die Verbindung mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern der Dana Cooper School of White Light im internationalen Raum heute. Und mit allen anderen Lichtarbeitern auf diesem Planeten, die für das göttliche Licht arbeiten und diese Intention verbreiten. Und so sind wir gut angebunden auch an diese Energien, an die geistige Welt, an die anderen Menschen auf diesem Planeten. Und wir sehen und können uns vorstellen, wie ein riesiger Kreis geworden sind von Menschen, die mit diesem Anliegen jetzt sich verbinden, dass mehr Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Fairness auf diesem Planeten herrschen. Wir bitten als erstes und dies immer zum Wohle des Gesamten, zum Wohle eines jeden Menschen, dass nur die Drachen zu allen Menschen hinströmen und sie reinigen von allen niederen Energien, sodass jeder Mensch das Beste aus sich herausbringen kann und leben kann, sodass noch mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, Fairness auf diesem Planeten unter den Menschen sich ausbreiten können. Und die Drachen sehen wir und spüren sie, wie sie sie reinigen, uns reinigen, alle niederen Energien und dürfen jetzt abfließen. Wir sehen vielleicht spezielle Situationen, wo Menschen miteinander uneins sind und wie die Drachen da die niederen Energien auflösen, sodass die Menschen sich erinnern an die Einheit, an dass wir alle im Herzen Gottes, im Herzen des Allein eins sind. Dass wir alle von Liebe durchdrungen sind.
Und dann bitten wir auch die kosmisch-violette Diamantflamme reinzukommen. Die wird gehütet und wird jetzt hineingetragen von Erzengel Gabriel, Erzengel Zadkiel und Meister Saint-Germain. Und wir werden selbst durchflutet von der kosmisch-violetten Diamantflamme. Und die kosmisch-violette Diamantflamme reinigt jetzt uns als auch komplett. Und da bitten wir jetzt, dass die ganzen, alle Menschen auf diesem Planeten nun durchströmt sind von dieser kosmisch-violetten Diamantflamme und alles, alle Energien sich jetzt umwandeln in göttliches Licht, in göttliche Liebe und Freude. Das, was unsere Wahrheit ist, was wir wirklich sind, dass wir alle davon, unsere Seelen sich daran erinnern, wir durchflutet werden mit dieser kosmisch-violetten Diamantflamme und sie hilft uns dabei und hilft allen Menschen jetzt, ihr wahres Selbst zu erkennen. Und so sehen wir, wie alles durchflutet ist, gereinigt ist, umgewandelt ist. Und jetzt gehen wir nochmal einen Moment in unser Herz hinein, legen wir die Hände auf unser Herz und spüren unsere Liebe, unser Mitgefühl, unser Verständnis, unsere Freundlichkeit und Wertschätzung für uns als auch für die anderen Menschen und lassen noch ein bisschen mehr Liebe in uns größer werden. Liebe für uns selbst. Und geben einen Moment, uns diesen Raum in unserem Herzen zu genießen und Energie hier hineinzuschicken, dort einzuatmen, auszuatmen. Die Herzkraft noch größer werden zu lassen. Und dann verströmen wir sie über unseren Brustraum hinaus, unseren ganzen Körper, über unsere Haut hinaus in die Umgebung, dort wo wir sitzen, in unseren Raum, in unser Haus, über unser Haus hinaus und spüren, wie die Liebe sich ausbreitet. Von uns aus und wir wellen jetzt weiter, weiter raus und die Menschen um uns herum berühren, die Situation berühren, in unserer Stadt, in unserer Umgebung, als auch entferntere Städte, entferntere Länder, durch ganz Europa fließt, durch alle Kontinente. Und wir sehen und spüren mit großer Erleichterung und Freude, dass Gleichberechtigung und Gerechtigkeit und Fairness sich immer weiter ausbreiten unter den Menschen. Dass sie mit Respekt miteinander umgehen, dass wir alle mit Respekt umgehen miteinander. Dass wir uns fair behandeln. Dass wir das Wunderbare, diesen Diamanten in jedem Einzelnen erkennen und sehen, das Schöne sehen. Und mit diesem Bild gehen wir weiter. Und lassen von unserem Herzen immer wieder diese Wellen der Liebe sich weiter und weiter ausbreiten. Und damit stellen wir uns vor und wir haben die Intention, jeden einzelnen Menschen auf unserem Planeten zu berühren. Und sehen mit großer Dankbarkeit, wie sich das jetzt schon eingetroffen ist, dass die Menschen mit Gerechtigkeit in Verbindung sind, mit Gleichberechtigung und mit Fairness, dass sich diese Eigenschaften überall jetzt schon ausgebreitet haben und sehen vielleicht eine ganz neue Welt, einen ganz neuen Umgang miteinander. Und wir alle vielleicht sehen, wie schön es ist und ganz erstaunt merken, ey, es geht, wir können so miteinander umgehen, es ist möglich, wir schaffen das, wir können das. Nun atmen wir dieses Neue ein und atmen es aus und lassen das weiter noch hinausströmen. Und während euch weiter fokussiert, lese ich nochmal das Visionsgebet von Diana Cooper vor. Ich habe eine Vision, wo alle Menschen in Frieden leben, zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Jedes Kind geliebt und darin unterrichtet wird, seine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Wo das Herz wichtiger ist als der Kopf und Weisheit mehr verehrt wird als Reichtum.
In dieser Welt herrscht Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Fairness. Die Natur wird geehrt, daher fließen Gewässer rein und klar und die Luft ist frisch und sauber. Pflanzen und Bäume werden gepflegt und alle Tiere werden respektiert und mit Güte behandelt. Fröhlichkeit und Lachen überwiegen und die Menschen gehen mit den Engeln einher. Danke für die Liebe, das Verständnis, die Weisheit, die Tapferkeit und die Demut, unseren Teil dazu beitragen zu können, das Licht zu verbreiten. Möge die ganze Welt aufsteigen, so sei es. Dann lassen wir nochmal, geben nochmal diesem Gebet, dieser Vision, unserer Energie, unsere Kraft, unsere Liebe, unser Mitgefühl und erfreuen uns an dem Bild, dass alles schon eingetreten ist. Und dann kommen wir wieder zurück mit unserer Aufmerksamkeit auf unseren Körper, auf den Platz, auf dem wir sitzen. Spüren die Füße auf dem Boden, unsere Verbindung mit Mutter Erde. Nehmen unsere Verbindung wahr mit dem All ein, wie die Liebe uns durchdringt. Wir danken Erzengel Michael für seinen Schutz und bitten ihn weiter, uns in diesem Schutz zu halten. Wir danken allen, die uns heute geholfen haben, unterstützt haben von der geistigen Ebene, die Drachen, die Einhörner, die Engel und Erzengel, die aufgestiegenen Meister. Wir erlösen unsere Verbindung zu den anderen Menschen, die wir aufgebaut haben. Und dann ziehen wir die Aura so zurück zu unserem Körper, dass wir das Gefühl haben, so ist gut, wir können wieder zurückkommen in den Alltag. Reiben unsere Hände, atmen tief ein und aus und kommen wieder zurück. Hier öffnen die Augen, schauen auf den Bildschirm. Ja, meine Lieben. Dann freue ich mich sehr wieder, dass ihr so zahlreich dabei wart, dass wir unsere Arbeit gemeinsam machen durften und gemeinsam das Licht verbreiten durften. Ich freue mich auf euch, auf eure Kommentare wieder lesen zu dürfen und natürlich, dass wir nächsten Montag wieder zusammenkommen. Heute, ich bin ein bisschen durcheinander mit den Daten, aber gut, heute ist glaube ich der 6. 6. Juli, das wäre dann der 13. Juli. Okay, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, ganz viel Liebe und ganz viel Freude in deinem Leben und dass du eine wunderschöne Woche hast. Fühl dich herzlich umarmt. Alles, alles Liebe. Tschüss.